Kleine Dörfchen, tolle Aussicht, plätschernde Bäche und eine schwimmende Insel. Wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran. Unsere Aufzeichnung startet in Müllheim. Die Tour führt uns über Badenweiler mit einem Abstecher auf den Blauen in südliche Richtung nach Kandern. Dort wenden wir uns nach Osten und durchfahren das kleine Wiesental bis Münstertal. Im Naturschutzgebiet Nonnenmattweiher machen wir eine Besichtigungspause. Den Rundgang durch Badenweiler haben wir zwar am Anfang der Tour gemacht, zeigen ihn euch aber am Ende des Filmes. So, und jetzt rauf aufs Moped. Wir fahren auf der L132. Der Ausblick auf den Schwarzwald erfüllt uns mit Vorfreude. Wir fahren durch Niederweiler nach Badenweiler und kriegen erste Eindrücke von der kleinen Stadt. Wir verlassen die L132 in die Friedrichstraße nach Badenweiler. Hier links ist die Burgruine Baden schon zu sehen, wie sie herrschaftlich über Badenweiler thront. Wir fahren durch Badenweiler. Der Ort wirkt auf uns sehr einladend. Später gibt's noch mehr dazu. Wir biegen rechts ab und verlassen den Ort Richtung Blauen. Die Straße führt uns von nun an stetig bergauf. Direkt nach dem Ortsausgang geht es links auf die L140 weiter hinein in den Schwarzwald. Hier beginnt allmählich der Fahrspaß. Die Atmosphäre verändert sich. Die schmale, kurvige Straße mit dem schlechten Belag führt uns durch den Wald den Berg hinauf. Wir nutzen die Fahrzeit, um euch mehr vom Blauen zu erzählen und euch Eindrücke von der Umgebung zu vermitteln. Der Blauen zählt mit seinen 1165 Metern zu einer der höchsten Erhebungen im Schwarzwald. Er ist einer der wenigen hohen Berge, der einen Aussichtsturm hat und damit leicht zu erkennen. Der Blauen ist umgeben von Landschaftsschutzgebieten. Das eine ist eine einzigartige Erholungslandschaft mit Mischwald und großen Weideflächen, die im Mittelalter durch Rodungen entstanden sind. Das zweite ist das Markgräfler Hügelland und das dritte die typische Tallandschaft mit dem Übergangsbereich zum Schwarzwald, das ebenfalls eine wichtige Erholungsfunktion für die Menschen in der Region besitzt. Der Wechsel von der L140 auf die Straße zum Blauen hoch kommt unvermittelt nach einer Kurve. Von Westen angefahren ist die Einbiegung auf die K4948 sehr spitz und nicht einfach zu fahren. Während sich mein Mann hier locker verschalten kann, kann ich mich dank DCT voll auf die Kurve konzentrieren. Während der Sommermonate fährt an Sonn- und Feiertagen auch ein Bus auf den Berg. Der Bus fährt über Marzell, Kandern und Basel. Auch der Westweg, der Fernwanderweg des Schwarzwaldvereins, der über 280 Kilometer von Pforzheim nach Basel führt, verläuft über den Berg, und zwar in der Variante A. Seit 1872 gibt es bereits eine Bewirtung auf dem Blauen. 2019 hat ein neuer Pächter den Betrieb übernommen. Derzeit ist der Kiosk in Betrieb. Es gibt Getränke und kleine warme Snacks sowie eine herrliche große Terrasse mit Panoramaausblick. Gegen ein Entgelt von 50 Cent darf die Toilette benutzt werden. Das SB-Restaurant sowie der Hotelbereich werden derzeit noch renoviert. In südliche Richtung türmt sich eine mächtige Wolkenformation über den Schweizer Alpen auf, während wir unter nahezu blauem Himmel stehen. Dass diese Aussicht auch die Gleitschirmflieger lockt, kann ich sehr gut verstehen. Von zwei Startplätzen aus können sie hier ihre Himmelswanderung beginnen. Der eine liegt in südlicher, der andere in östlicher Richtung. Hier bereitet sich gerade eine Truppe vor.
Bevor sie allerdings starten, geht's für uns schon weiter. Wir verlassen die Gipfelstraße und folgen weiter der L140 Richtung Kandern. Im Kandertal fahren wir an zwei Reha-Kliniken vorbei. Die eine mit dem Schwerpunkt Psychosomatik, die andere mit dem Schwerpunkt Abhängigkeitserkrankungen. Die Kliniken gibt es bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier wird aus Rücksicht auf die Kurgäste um eine langsame und leise Fahrweise gebeten. Das ist eher kein Problem für uns. Kurz hinter den Kliniken kann man bereits geradeaus ins kleine Wiesental fahren. Wir biegen allerdings rechts Richtung Süden ab, weil wir die schönen Strecken über Kaltenbach und Vogelbach noch fahren wollen. In Marzell verlassen wir die K6350 nach Kaltenbach. Jetzt wird's klein und schnuckelig, eben Mopedwandern. Die kleine kurvige Straße führt uns durch die hügelige Landschaft, durch kleine Ortschaften und an netten Höfen vorbei. In Höfe queren wir die K6350 und fahren Richtung Vogelbach. Hier legen wir eine kleine Flugpause ein, um für euch einen Blick in diese schöne Landschaft einzufangen. Wir finden, dass sie echten Erholungswert hat. Am Ende der Straße stoßen wir wieder auf die K6350 und fahren weiter Richtung Kandern. Links von uns begleitet uns ein kleines Flüsschen, die Kander. Kurz vor Kandern verlassen wir diese Straße und wechseln auf die L135 Richtung Steinen. Die Straße ist wieder deutlich größer und hier sind auch wieder andere Zweiräder unterwegs, die schneller fahren als wir. Wir nehmen den nächsten größeren Abzweiger nach links auf die K6309 Richtung Endenburg. Bei schönem Wetter muss man hier an jeder Stelle mit Radfahrern rechnen. Insbesondere in unübersichtlichen Kurven bringt man sich schnell mal in größere Nöte, wenn unvermittelt vor einem zwei Radfahrer auftauchen, die nebeneinander fahren. Hinter Endenburg gibt es gegenüber dem Schützenhaus eine kleine Parkbucht. Es ist Zeit für eine kleine Pause. Während mein Mann die Landschaft für euch einfängt, brauche ich erstmal eine Stärkung. Mopedfahren macht mich irgendwie immer hungrig. Mein Mann ist wieder gelandet, ich bin erst einmal gestärkt und es geht weiter mit Kurvenfahren.
Wir biegen links nach Kirchhausen ab und fahren am Bauernhausmuseum vorbei. Ein zweiter Abbieger nach links bringt uns in die kleine Straße am Hasel. Hier mussten wir uns kurz umschauen, weil die Straße eher einem Waldweg gleicht. Das hat uns etwas verwirrt, aber es ist richtig. Folgt dem Schild zum Hirschen. Dieser Fastwaldweg ist ein gutes Beispiel für die vielen kleinen netten Sträßchen im kleinen Wiesental. Während wir der idyllischen Strecke folgen, erzähle ich euch ein bisschen über das kleine Wiesental. Das kleine Wiesental ist eine politische Gemeinde, in der mehrere Ortschaften zusammengeschlossen sind. Der Name leitet sich ab von dem kleinen Flüsschen, der kleinen Wiese, die durch das Tal fließt. Die kleinen Flüsschen hier in der Gegend heißen irgendwie alle Wiese. Elchenwiese, Köhlerwiese, Große Wiese. Wiese leitet sich ab aus dem Keltischen und bedeutet die sich windende oder einfach Bach. Das kleine Wiesental zählt zu den landschaftlich reizvollsten Gebieten im südlichen Schwarzwald. Die kleine Wiese schlängelt sich vom Behlchen, einem der höchsten Berge des Schwarzwaldes, in einem harmonischen Wechsel von Feldern, Wiesen und Wäldern bis zu ihrer Mündung in die Große Wiese. Klimatisch geschützt von den hohen Bergen im Norden, lud das Tal schon im frühen Mittelalter zur Besiedelung ein. Das kleine Wiesental hat eine liebliche, vielgegliederte Berg- und Tallandschaft mit herrlichen Ausblicken auf die Alpen und Vogesen. Es ist wenig dicht besiedelt und bietet viele Möglichkeiten, in der Natur unterwegs zu sein. Hier erreichen wir auch den ausgeschilderten Hirschen. Selbst haben wir dort noch nicht gegessen, aber seine Google-Bewertung ist vielversprechend. Wir haben Salneck nur gestreift und fahren jetzt Richtung Wies. Auch hier wird der Wald bewirtschaftet. Waldarbeiter sehen wir meistens samstags. Entlang unserer kleinen Straße fließt das kleine sprudelnde Flüsschen Köhlgartenwiese. Nicht weit von hier wird sie gestaut und bildet einen Weiher. Wir biegen wieder ab auf die L140 in Richtung Tegernau. Rechts fließt wieder die Köhlgartenwiese. Kurz hinter dem Steinbruch biegen wir links ab nach Spand. Die Straße ist wieder kleiner und führt uns schlängelnd durch die typische Wiesentallandschaft mit den Ortschaften Schwand, Reich, Ried und Holl. Wir genießen die Kurven und die schönen Ausblicke in das frühlingsfrische Grün der Wiesen und Bäume. Wenn ihr mögt, genießt bei Musik ein bisschen mit. Hinter Ried entdecken wir einen tollen Picknickplatz. Spontan gönnen wir uns noch eine Pause in der Sonne. So, hier ist der Parkplatz Honeck. Ich dachte mal, Honeck sei ein Ort in den Vogesen. Ein Berg ist es auch, ne? Genau. Aber hier gibt es das auch. Wir sind hier kurz hinter Ried. Und dieser Parkplatz ist super geeignet, Pause zu machen. Mit wunderbarer Aussicht. Und Himmelsbank. Und wer Lust hat, grillt. Bei dieser Aussicht lohnt es sich auch, die Drohne nochmals steigen zu lassen. Hier sieht man ganz besonders schön, wie kleinhügelig und abwechslungsreich mit Wald und Wiesen die Landschaft des kleinen Wiesentales ist.
ganz schön schön hier. Es wird Zeit zum Weiterfahren. Und so machen wir uns wieder auf den Weg zu unserer nächsten Station, dem Nonnenmattweiher. In Vorderheubronn verlassen wir die L131 zum Nonnenmattweiher. Das letzte Stück Strecke zum Parkplatz ist nicht geteert, aber trotzdem gut zu fahren, wenn es nicht gerade heftig geregnet hat. So, eines unserer Highlights heute ist ja, das Naturschutzgebiet Nonnenmattweiher. Es gibt einen kleinen See hier und eine Fischerhütte, von der wir uns haben sagen lassen, dass der Fisch sehr empfiehlt. Das heißt, wir probieren heute Fisch? Nee, wir gucken mal. Wir gucken mal. Muss man reservieren, sonst kriegt man keinen Platz. Okay. Die Fischerhütte hat im Sommer zusätzlich zum Gastraum einen Kiosk und Draußensitzplätze. Es gibt regionale Produkte. Weitere Informationen findet ihr unter www.fischerhütte-nonnenmattweiher.de. Hier am Nonnenmattweiher, Frau Bollands. Ja, genau. Nochmal, was ist das? Also, der Nonnenmattweiher ist auch ein Karsee, wie wir den auch schon, den Elbachsee am Kniebeiß haben. Genau, im Haslachtal, da, Kinzigtal. Genau, und bei dem hier ist es so, dass der aufgestaut wurde im 19. Jahrhundert und dadurch diese Insel, die wir heute sehen, die hat sich, also dieser Torf hat sich quasi vom Boden gelöst, vom ursprünglichen Karseeboden gelöst und schwebt jetzt auf dem Wasser. Also schwebt nicht, sondern schwimmt im Wasser. Also eine schwimmende Torfinsel quasi. Beeindruckend. Ja. Und einmalig im Schwarzwald. Ein einmaliges Phänomen. Der Nonnenmattweiher liegt auf etwa 900 Metern. Er ist fast 325 Meter lang, 200 Meter breit und bis zu 7 Meter tief. Seit 1987 sind rund 70 Hektar hier als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Der Schutzzweck ist die Erhaltung des Gebiets als besonders schön ausgebildetes Kar mit dem See und den hohen Felswänden. Der Wald besteht überwiegend aus Buchen, Tannen und Bergahorn. Wie vielerorts gibt es auch hier zahlreiche Wanderwege, die auch auf den einschlägigen Seiten im Internet zu finden sind. Ein Weg führt direkt am Seeufer entlang. Für einen entspannten Sonntagsausflug ist dieser Ort also wärmstens zu empfehlen. Unsere Zeit am Nonnenmattweiher ist zu Ende. Wir begeben uns nun auf den letzten Streckenabschnitt durchs kleine Wiesental bis zum Münstertal. Dieser Abschnitt ist wieder landschaftlich schön. Wir laden euch ein, ihn mit Musik zu genießen. Musik.
Wir sind in Münstertal und damit am Ende unserer Tour angekommen. Wir zeigen euch an dieser Stelle noch unseren Rundgang durch Badenweiler. Wer darauf keine Lust mehr hat, den verabschieden wir an dieser Stelle schon und wünschen allzeit gute Fahrt. Alle anderen bleibt gerne dran. Willkommen zu unserem kleinen Rundgang durch Badenweiler. Wir nehmen euch mit zur Pauluskirche, in den Kurpark mit den römischen Badruinen, auf die Burgruine Baden und in den angrenzenden Park. Wir stellen unsere Motorräder direkt an der Kirche ab. Dieser Platz ist schon seit der Antike ein Ort geistlichen Lebens. Die Römer haben hier einen Tempel erbaut und die Christen errichteten die erste Kirche im 8. Jahrhundert. Diese wurde 1556 evangelisch und wieder abgerissen. Der heutige Bau wurde Ende des 19. Jahrhunderts als neoromanische evangelische Kirche wieder errichtet. Im Chorraum ist ein Fresko aus dem 14. oder 15. Jahrhundert erhalten, das die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten darstellt. Die Legende berichtet von drei Edelleuten, einem Herzog, einem Grafen und einem König, die Gott an ihre Sterblichkeit erinnern wollte. Da sie zu viel auf ihre Statussymbole gaben und einen äußerst verschwenderischen Lebensstil pflegten, hielt Gott ihnen einen Spiegel vor. Ihnen erschienen drei Tote, deren verweste und abgewetzte Skelette einen grauenhaften Anblick boten. Ihre Botschaft: Was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr. Während zwei der Adeligen mit Abscheu und Furcht reagierten, verstand der dritte von ihnen Gottes Absicht. Auch die Toten waren einmal Edelleute, und so ermahnten sie die drei Lebenden, dass im Tod und vor Gott alle Menschen gleich waren. Nicht auf Stand und Reichtum kam es im Jenseits an, sondern auf ein gottgefälliges Leben voller Demut und Bescheidenheit. So belehrt verlassen wir die Kirche auf der Nordseite in Richtung Kurpark. Schon die alten Römer entdeckten die Thermalquellen in Badenweiler. Sie bauten hier zwischen 70 und 260 die ersten Bäder. Seit dem 15. Jahrhundert hat sich Badenweiler kontinuierlich als Badeort weiterentwickelt. So findet man aus zahlreichen Epochen noch alte Erbstücke hier. Der Kurpark zum Beispiel ist bereits über 250 Jahre alt. Im kulturhistorischen Rundweg von Badenweiler ist vieles erklärt und beschrieben, was davon heute noch zu sehen ist. Unsere heutige Tour startet in Badenweiler. Ich stehe hier gerade vor den römischen Badruine. Also die Römer haben schon entdeckt, dass es hier Thermalquellen gibt und dass das irgendwie eine nette Sache ist. Das ist ein riesen Lebensbaum aus Nordamerika. Der ist echt groß. Wahrscheinlich schon ganz schön alt. Auf dem Weg zur Burg geht es steil bergauf. Im 12. Jahrhundert kamen die Zähringer nach Badenweiler und errichteten die Burg Baden. Sie diente erst nur der Verteidigung, wurde im 15. Jahrhundert dann aber auch Wohnsitz. Louis XIV., der französische König, hat sie dann im 17. Jahrhundert zerstört. Seitdem ist sie eine Ruine, so wie wir sie heute sehen. Wir sind der Meinung, Badenweiler ist einen Besuch wert.
Mit diesen Bildern vom Park verabschieden wir uns nun von euch. Wir hoffen, euch einen schönen Einblick ins kleine Wiesental und Badenweiler gegeben zu haben und wünschen euch allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.